Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Quest Monsters. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis eine neue Folge dazu kam. Aber ich musste ja richtig hardcore grinden, damit wir überhaupt erst mit der Story weitermachen können. Wie man eventuell an dem Punkt hier sieht, habe ich auch massiv gegrindet. Also, ja, ich habe jetzt ein Level 30er Team. Also, alle aus meinem Team sind Level 30. Fast alle sind Rang D. Damit müssten wir eigentlich arbeiten können. Ich habe auch viele Fusionen gemacht, während ich hier gegrindet habe und habe jetzt ein paar Einträge nachzuholen. Und außerdem habe ich, während ich gegrindet habe, ich muss mal eben kurz gucken, ja, das war das Gebiet hier, da den letzten gefunden, der mir gefehlt hat in der Liste da links. Also ich habe da das letzte Monster endlich mal gefunden. Das ist mir rein zufällig während einer bestimmten Wetter-Jahres-Ereignis-Zusammenhang über den Weg gelaufen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt die Liste der Viecher durch. 26 habe ich insgesamt offscreen hier fusioniert. Ihr kriegt die eine Hälfte bei dieser Folge und die andere Hälfte kriegt ihr bei der nächsten Folge. Weil das wäre sonst ein bisschen lang für das Video. Vor allen Dingen seht ihr auch noch den Kampf mit dem einem Monster. Das habe ich tatsächlich nämlich aufgenommen, wie ich das eine Monster gefunden hatte. Das ist aber mehrere Wochen her, dass ich das gemacht habe. Das war so ein Stachelvieh. Naja, das seht ihr aber jetzt, ne? Wenn ihr die Einträge übrigens überspringen wollt, ist über mir jetzt ein Zeitstempel. Das betrifft auch, wie ich das eine Monster geschnappt habe. Hallo, mit der Zuschauerschaft. Hier ist Vergangenheitsshining. Zukunftshining hat es zwar schon gesagt, aber ich habe das Monster, was ich hier damals nicht gefunden habe, bei im Kreis des Wankelmuts gefunden, ist das gelbe Fieder mit den Stacheln. Das bekämpfen wir. Und versuchen es natürlich auch anzuwerben. Also ich habe es, während ich jetzt hier am Trainieren war, nebenbei gefunden. So, dann versuchen wir ihn mal anzuwerben. Aber natürlich müssen wir ihn erst ein bisschen vorschwächen. Dass du Stachelhaut hast, war klar. Ich weiß nicht, ob es an dem Stern-Event, wie ich das hier war, weil vorher habe ich es hier definitiv nicht an der Stelle gesehen. Ich habe es auch nirgendwo anders gesehen, diese freakige Figurine. Aber das ist das Monster, was uns hier fehlt, die 293. Ich habe die freakige Figurine übrigens nur zufällig gefunden, als ich hier am Trainieren war, ne? Ich bin froh darüber, dass ich sie gefunden habe, weil das war das Monster, was dir gefehlt hatte. Ich hatte erst ja gedacht, ja, mir fehlt eventuell so ein Metallschleim, aber es war das Ding da. Ich weiß auch nicht, ob es an den Wetterverhältnissen liegt, dass das jetzt endlich aufgetaucht ist, weil vorher war es nicht an dem Punkt, wo ich es gerade gefunden habe. Ich habe halt dieses Sternen-Event gerade. Und es ist Frühling, meine ich. Hundert Prozent. Ja komm, einfach passend zu seiner Natur. Freako. Steinige Klinge. Du warst echt schwer zu finden. Was macht denn Bärs? Also wahrscheinlich stärkere Version von Bröckel. Ja. Sonnenspalter. Hiebschar mit Licht. Na gut, ab in die Box mit dir. Also nochmal zur Erinnerung, damit ihr seht, wo es ist. Ich habe mich hier zur uralten Ruine teleportiert und bin einfach die Treppe runtergegangen. Es ist halt wirklich rein zufällig passiert. Ich hatte mich da geheilt und genau dann sah ich das Ding hier stehen. Da ist es auch gerade wieder gespawnt. Ja, und da habe ich es dann direkt mitgehen lassen, ne? Lesen wir uns dann jetzt eben den Eintrag dazu durch. Freakige Figurine. In den Spielzeugkörpern dieser kuschelig wirkenden Kreaturen sind Stacheln versteckt.
die nur darauf warten, jeden auszuspießen, der sich von ihrer niedlichen Fassade täuschen lässt. Also niedlich sieht sie jetzt nicht bedingt aus. Muss ich schon sagen. Du siehst aus wie so eine Horrorpuppe, selbst ohne die Stacheln. Na gut, das wollte ich nur einmal gezeigt haben. Das ist halt die 293, die gefehlt habt. Merkt euch, falls ihr den auch sucht, Frühling und hier an der uralten Ruine einfach die Treppe runter. So, und damit übernimmt dann auch wieder Zukunftsshining. Na gut, Leute, dann fangen wir doch direkt mit den Einträgen an. Hier haben wir den Frittierer. Freche Drachenbabys oder was man dafür hält. Es könnten auch ausgewachsene Monster sein. Aber niemand kennt die Eltern. Darum lässt es sich nicht mit Sicherheit sagen. Die Schwingenschleiche. Riesenschlangen, denen über große Kriegen. Die Schwingenschleiche. Riesenschlangen, denen über große Krägen gewachsen sind. Sie wurden schon in Vollmondnächten dabei beobachtet, wie sie vom Wind getragen über dem Meer durch den Himmel glitten. Frostfritze. Diese Meeresmonster wohnen zwischen den Wellen im Inneren von Wasserwirbeln und verwandeln ihre Feinde in Eisschollen. Und hier haben wir die Weitechse. Diese aufgeladenen Amphibien speichern reichliche Elektrizität in ihrem Körper. Wenn sie durchs Wasser gleiten, folgt ihnen der unverkennbare Duft gebratener Fische. Lecker für den einen oder anderen. Und zu guter Letzt von meiner Schwarte aus, die Knastkatze. Diese niedlichen Tierchen verdanken ihren Namen ihrem gestreiften Fell, das in Gefängniskleidung erinnert. Sie sind stolz auf ihre geheime Kunst der Selbstverteidigung. Miaujutsu. Das Miaujutsu würde ich gerne mal sehen. Na gut, jetzt ist Noah dran, ne, euch die Einträge vorzulesen. Viel Spaß, Noah. Yay, endlich darf ich euch wieder was vorlesen. Das hier ist ein Schleimpilz. Seltsame Schleime, die so viel Zeit an muffigen, modrigen Orten verbracht haben, dass sich Sporen auf ihnen niederließen und Pilze auf ihren kugelrunden Körpern gewachsen sind. Als nächstes der Zwiebelschleim. Schleime, die so viele Zwiebeln gefuttert haben, dass sie jetzt selbst wie welche aussehen, sie stammen aus einem der besten Anbaugebiete für diese würzigen Gewächse und verbreiteten sich im ganzen Land, als das Gemüsegeschäft boomte. Dies ist ein Schlickschleim, sirupartige Schleime, die aus einer fettigen Flüssigkeit gebraut wurden. Die schmuddelige, schmierige Textur ihrer Haut unterscheidet sie von ihren Artverwandten. Und als letztes der Kohlenschleim. Schleime, die sich an die lebensgefährliche Hitze auf Lavafeldern angepasst haben. Ihre Häuser bestehen aus ganz gewöhnlicher Kohle und sind dafür überraschend robust. Bin ich schon wieder mit Vorlesen dran? Das hier ist die Kircherhexe. Entzückende Hexe mit einem gewinnenden Grinsen. Manche Monsterzähmer platzieren die als Glücksbringer neben ihrem Hauseingang. Und als nächstes der Prontosaurier. Drachen, die auf ihren kräftigen Hinterbeinen stehen und Feinden flinke Kopfstöße versetzen. Sie gehören zu den besten Sprintern unter den Monstern und rennen wie ein geölter Blitz. Und hier direkt noch ein Saurier. Der Schneesaurier. Drachen mit schneeweißen Schuppen. In kalten Regionen ist der Aktenüberglaube verbreitet, sie würden Naturkatastrophen auslösen, weshalb sie von Menschen gemieden werden. Die gefallen mir. Und als letztes für heute der Spuknick. Dieses sternengleiche Monster, das von seinem Kampfgefährten umkreist wird, ist genauso heiß, wie man vermuten würde. Der Kummermond ist ihm ein Begriff. Aber die beiden sind sich noch nie begegnet. Na dann, Shining, leg los, du bist wieder dran. So Leute, das waren jetzt die ganzen Einträge. Ich habe ja gesagt, dass es recht viele sind. Ich kann ja noch eben kurz, bevor wir zu dem Boss nochmal gehen, bei dem wir letztes Mal verkackt haben, eben kurz noch auf die Begabungspunkte eingehen, was ich da so vergeben habe. Also ihr seht ja erstmal hier mein neues Team. Kai ist ein Saurier geworden und Sunny ist immer noch Sunny. Also Kestro, Stalima und Sunny habe ich nicht verändert, Primo auch nicht. Aber ihr seht ja, dass ansonsten sich hier ein paar geändert haben. Wir haben hier zuerst Kuslimo. Da habe ich ein kleines bisschen in den Heizungstechniker investiert und sonst hauptsächlich in den Bröckel-Virtuosen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr stark, vor allem Quetsch. Das konnte ich schon oft während des Grindings erleben, wie stark das ist. Ansonsten auch noch so Hälfte Verteidiger. Er hier ist ein Knirsch-Virtuose, er hat Krack-Intus und ist auch Beschwächung ganz gut bestellt. Und hat auch ein bisschen was in Zick. Den Pengfin hätten er jetzt voll.
Hab dann noch ein bisschen in den Stinkstiefel und noch in Heizungstechniker einiges investiert, aber Peng ist voll. Kai ist ein Wasserheiler. Er hat eine gute Heilung tatsächlich. Sowohl die Mehrheilung als auch die Multiheilung können sich sehen lassen. Und auch Schwemm konnte ich Oskrin schon in Augenschein nehmen, wie stark das ist. Also eigentlich sollten wir den Boss jetzt schaffen können. Weil Schwemm ist wirklich mega stark. Und ja. Mit Mehrheilung kann ich einen gut heilen und mit Multiheilung kann ich halt alle heilen. Deswegen, Kai ist jetzt ein guter Heiler. Bei ihnen hauptsächlich heute den Zauberer. Und auch ein bisschen den Superschurke. Er hat Sanitäter jetzt voll und auch die windige Klinge fast. Da hat er auch viele Punkte. Er hat den Heiler voll. Also er ist unser Wiederbeleber. Ein bisschen auch ein Gritz-Fan, aber hauptsächlich Heiler-Erfolg ist gepumpt. Und bei ihm halt in Armor ein bisschen investiert. Ich habe zwar noch ein paar Punkte übrig, aber die würden jetzt hier nicht sonderlich viel ausmachen. Ich würde dann ab dem Punkt sagen, wir sehen uns bei dem Bosskampf wieder. Weil da darf ich jetzt erstmal wieder hin. Wir starten dann auch direkt im Kampf, weil die Sequenz davor, die kennen wir ja schon. So, da sind wir wieder bei General Catwin. Mal gucken, ob wir ihn diesmal besiegt bekommen. Ich mache auf jeden Fall zuallererst Quetsch. Ist Krack gegen dich effektiv? Scheinbar nicht. Schwächen wir dich mal. Und machen Energiestups bei uns. Und Kai macht mal Schwemm. Wir sind alle Level 30 und fast alle sind in Rang D. Wir sollten das, wie gesagt, eigentlich schaffen können. Guck mal, den Slimer hat die Attacke gerade zum Beispiel sogar verfehlt. Einmal Multiheilung für alle. Quetsch, 239. Ich sagte euch ja, dass das mega heftig ist. Ich habe euch nicht so viel versprochen. Das Training hat sich gelohnt. Und ich habe ihn sogar den Angriff geschwächt. Und unsere Verteidigung gestärkt. Machst du Damage? Ey, überhaupt kein Vergleich zu davor, ne? So. Koslimo heißt übrigens der coolen Schleim. Was für ein Unterschied das Training macht. Du kannst das halt null vergleichen zu vorher. Auch Krack macht übelsten Schaden, aber gegen Schwemm ist er offenbar gut bestückt. Ja, mach mich ruhig langsamer, solange du kaum Damage machst, ist das eigentlich auch relativ wumpe. So, ich muss ihm gerade mal ein bisschen mehr Punkte geben. Oh, er ist tot. Guck mal, Training hat sich gelohnt. Aber Alter, hat er viel Leben. Das waren über 600 Schaden, die er gefressen hat. Impressive work, lad. Now, you want to go up the chain of command and meet Lord Zangiel, do you not? Well, I warn you. He can lay waste to whole armies with a single swing of his sword. None have ever stood up to him and lived to tell the tale. So, still want to see him? Klar will ich ihn immer noch sehen. Then your foolhardiness will... Auch wenn wir wahrscheinlich trotzdem sterben werden. Darf ich vorher kurz nochmal zum Turm zurück, um meine Truppe zu heilen? Ich glaube nicht. Lord Zangiel, I bring before you a visitor. Ah, there you are. The young pretender who seeks dominion over Estark. Lord of the Underworld. Well,
It seems we're both after the same thing then. In fact, he is very nearly mine. I am Zangiel the Omniarch, ruler of monsterkind in this realm. I have been awaiting you, your majesty. Moment, er will mir nicht den Kopf abhacken? And my efforts to find Astark were all for you, my king. You're barely recognizable from the runt I picked up all those years back. Sorry about earlier. We had to make sure you were the real deal. No hard feelings, eh? Yoo-hoo! Did you miss us? It's me, Gorin. We were wondering when you'd show up. Do you recognize me? I found you after you collapsed in front of Randolfo's castle. Remember how we tried to persuade you to stay, but you refused to listen. Ich erinnere mich. Ever since that day, we have been preparing for you to become our new king and defeat Randolfo. My sole purpose in life was to destroy the tyrant. But I have grown too old and too weak. I now pass that torch to you, for you are the only one capable of this task. So, will you become our king and defeat Randolfo in my stead? Klar, warum nicht? Wo ich eigentlich ein Guter sein will. Then, it is time. I hereby pronounce you king. Go forth and greet your new subjects. My most deeply held desire has now been fulfilled. Listen, you need to understand exactly what Lord Zangiel's motivations were. Before the birth of Dolph the Destroyer, he was earmarked as Randolfo's successor. Dolph may be a fearsome warrior, but he's a heartless creature, far too cruel to truly lead. Were he to come to dominate Nadiria, I fear monsterkind would eat itself alive. Lord Zangiel's aim was to eliminate Dolph in order to save all monsters from this fate. But the battle couldn't be won overnight, and age wasn't on his side. Truth be told, he was on the verge of giving up.
until you appeared on the scene. Randolfo's secondborn, back from the dead. Zangiel had you pegged as the perfect ruler, and your exploits so far have proven him right. Thanks so much for making Zangiel's memorial. Before he passed, he asked me to give you this. Oh, ein neuer Portalit. Now you can cross to another realm of Nadiria. Oh, before you go, I'm afraid Estark's precise location remains a mystery. All we know is that he's in the vicinity of the human world. But fear not, we'll keep searching. In the meantime, why don't you swing by Nadiria's middle echelons and swell your monster ranks? We trust in you. It's your job to lead us now. Bin jetzt der Metzler? Wer von euch will mit auf dem Metzgertisch? eigentlich will ich niemanden abmetzeln. Also, im Originalspiel, wo Saro das erste Mal auftaucht, da war er ja auch der Böse. Also, es macht schon Sinn. Ich würde hier gerne erstmal erkunden ein bisschen. Zumindest da, wo ich kann. Oh, ein Gefängnis. Ist hier was zu holen gibt? Bist du schon nur noch Knochen? Was, seit wann braucht ein Skelett Essen? Das ist ein guter Rat. Nicht fragen, was drin ist. Hallöchen. Vielleicht ist hier eine Mini-Medaille versteckt. Im Übrigen, als ich ausgehend rumgelaufen bin, war ich auch mal wieder in dieser einen Ebene. Hier beim Kreis der Unnachgiebigkeit. Und hinter dem Wachturm war auch eine Mini-Medaille. Dass ihr da Bescheid wisst. Da habe ich auch eine gefunden. Da war eine Vase und da habe ich halt so etwas gefunden. Denn noch irgendwas? Da sehe ich noch eine Vase. Vielleicht ist da ja was Schönes drin für mich. Verdächtiges Fleisch. Da ist auch noch mal eine Vase. Aber mit nichts drin. Was gibt's hier oben so? Was möchtest du denn haben? Ein Torturbäcker. Sowas habe ich nicht. Sowas habe ich definitiv nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich so einen herbekomme.
Okay, hier rechts ist noch was. Hab ihn noch nicht genutzt. Möglich ist es bei Dragon Quest bei Dragon Quest Builders 2, da habe ich den genutzt. Diesen Stab. Da muss man den storytechnisch nutzen. Weisheitssamen. Okay, dann bleibt nur noch der Thronsaal zum Angucken da, ne? Ich hatte wirklich gedacht, ich müsste gegen den kämpfen. Jetzt habe ich eine riesige Armee an Monstern, die mir aber trotzdem im Kampf nicht helfen. Hallo, das ist mein Thronsaal. Hier sitze ich. Und niemand sonst. Ja gut, ansonsten ist ja nichts. Ich habe mich jetzt hier zumindest umgeschaut, ne? Das ist doch was wert. Dann gehen wir mal zurück. Mit dir habe ich noch nicht geredet. Ja, das ist großartig. Auch wenn ich damit nicht viel anfangen kann. Ja, zurück nach Rosenbühne. Okay, dann setzen wir den Portalit mal ein. Was genau ist jetzt frei geworden? Ich sehe nichts Neues. Ah, hier. Na gut, wir haben einen neuen Kreis Nadirius erreicht, aber ich würde sagen, den gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich dachte, es käme zumindest hier schon eine Sequenz. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, den lässt ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Da gucken wir uns dann auch den neuen mittleren Rang hier mal an. Aber bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.